Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, wir sind hier wieder im Ladescreen. Ich weiß nicht warum, ich weiß es einfach nicht. Es funktioniert einfach manchmal nicht aufzunehmen. Mit den anderen Spielen habe ich keine Probleme, nur mit SimCity Builded. Na egal, davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir sammeln heute die Belohnung ein. Ich bin leider nicht Erster geworden. Plötzlich hatte der erste Platz 10.000 Punkte mehr, eine Stunde vor Ende. Ja, dann werden wir noch das Monster angreifen. Den Kraken, der ist diesmal grün. Also der ist ein bisschen stärker. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr als zwei Angriffe brauchen. Aber ich kann nur zwei machen. Ja. Außerdem kann ich nicht mehr angreifen, als ich Energie habe. Müsste dann nämlich noch warten. So, hier. Metropolis Liga. 100 Sim Cash. 7 Geparden. Tempomarken. Und 15 Diamantschlüssel. Beanspruchen wir mal. Und sind jetzt in der Megalopolis Liga. Ja, ich zeige euch nochmal kurz. Ich weiß, eigentlich unnötig. Aber hier, wenn man ein paar Punkte holt, kriegt man schon einen kleinen Preis. Und das sind nur 25. Um den mittleren Preis zu bekommen, müsste man jetzt zwar 30.000 Punkte haben, bräuchte aber später viel, viel mehr. Deshalb werde ich das wiederholen. Also ich werde jetzt hier nichts machen. So leicht das auch wäre. Bergbereich habe ich ja noch die Gebirgserweiterung einfach. Könnte ich ganz leicht machen, mache ich aber nicht. Ja, das habe ich ja alles noch vorbereitet, um von hier dann die Schiffsschrauben zu bekommen. Ja. Ich würde sagen, greifen wir an. Oh, wir haben nämlich noch das hier. Wir haben das hier freigeschaltet. Aber ich glaube, ich mache das nicht. Es bringt nicht so viel. Es macht 4 Schaden, braucht aber 6 Items. Ich finde, lohnt sich nicht. Ja, machen wir schon mal einen Angriff. Und los geht's. Der Disco Twister. Und da kommt gerade ein Flugzeug durchgeflogen. Perfekt. Von 40 Leben haben wir gerade mal 6 abgezogen. Und, hallo? Schon wieder der Bug. Hallo? Wie habe ich den beim letzten Mal gelöst? Hilfe? Ah, jetzt. Wir haben 94 Diamantschlüssel. Mal sehen, was wir davon holen können. Ich würde am liebsten noch auf 100 warten eigentlich. Weil ich dann... Moment, was war das? Ah, das könnte ich sogar schon bauen. Das war doch irgendwie so eine Diamantstatue, für die man 100 Diamantschlüssel braucht. Hier, 250 sogar, oha. Das ist eine ganze Menge, aber seht euch den Schub an, 100%. Wenn man mehrere davon hat,
hat man einfach 100% Schub in Parks. Diamantbrücke, nein. Das braucht alles. Keine Diamantschlüssel. Getreidekreis, 10% nur. Das ist also wirklich, wirklich schlecht, muss ich mal sagen. Stonehenge. Bisschen kleiner, passt nicht so gut in mein System rein. Nee, nee. Sind auch nur 20%. Was Bildung angeht, würde ich tatsächlich hier noch ein paar bauen. Zum Beispiel hier. Oder wir machen erstmal hier noch einen Luxus-Casino-Turm hin, der natürlich wieder eine Menge Bewohner einbringen wird. Ja, das machen wir. Setzen das wieder nach hier hinten. Und 15.000 Bewohner kriegen wir dadurch mehr. Ich könnte es natürlich auch direkt daneben bauen, was eigentlich gar nicht mal so dumm wäre. Dann lohnt sich es aber nicht mehr, weil das 60% hat und das nur 50. Ich sammle das mal kurz ein. Nein, nein, nein. Ich habe es gerade zerstört, ernsthaft. Ah. Ich habe es zerstört. Ich habe es einfach zerstört. Okay, wir haben jetzt überhaupt gar kein Glücksspiel mehr, außer das hier ein bisschen. Ah, Mann. Ich habe es einfach zerstört. Egal. Jetzt haben wir hier, wie heißen die? Zwei Luxus-Casinos. Ich habe 12 goldene Schlüssel einfach in den Müll geschmissen. Ach, ich Dummkopf. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Ich habe direkt wieder schlechte Laune. Naja, ich krieg die auch irgendwann wieder hier durch Wusturm wieder zusammen. Also, wird schon. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun, außer das hier unten, dieses unscheinbare kleine Meilenstein erreicht. Sie können jetzt in eine andere gesperrte Region auf der Karte expandieren. Das bekommt man, wenn man in einer Region 15.000 Bewohner hat. Ich habe inzwischen schon 17.000, das heißt, ich hole mir jetzt einfach eine neue Region. Ja. Das heißt, wir gehen einfach mal Cactus Canyon. Nee. Kalksteinklippen ist auch ziemlich langweilig. Grüntal, Sonneninseln. Ich glaube, wir nehmen das Grüntal. Sieht ziemlich schön aus. Ja. Schalten wir das Grüntal frei. Bestätigen. Dann reisen wir mal ins Grüntal. Willkommen im Grüntal, Bürgermeister. Hier riecht es unheimlich sauber und frisch, nicht wahr? Die Leute hier wollen, dass es auch so bleibt, also sollten sie ihre Bedürfnisse kennenlernen, wenn sie ihre Traumstadt errichten wollen. Neues Gewerbegebäude. Ökoladen. Gut, das bauen wir gleich. Regional, was ist das? Biomärkte. Man muss hier Biomärkte also bauen. Machen wir erstmal das Straßennetz hier.
Ich glaube, ich muss das auch so machen wie im Frostfjord. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall sehr viel Platz. Also wir können ja mal kurz hier rumgehen. Hier ist sehr viel Platz noch. Ja, komm. Straßen abreißen. Sind das vier? Keine Ahnung. Zwei, vier, nein, es sind fünf. So, so. Bauen wir einfach mal erstmal den Ring. So. So. Und dann. Einmal so und so. Und dann haben wir es schon. Ökofabrik. Nachhaltige Produkte herstellen. Okay. Habe ich kapiert. Dann bauen wir das mal. Recycelter Stoff freigeschaltet. Ja, okay. Und im Grüntal regnet es natürlich auch. Super. Wiederverwendbare Einkaufstasche freigeschaltet. Ja, okay. Dazu brauchen wir natürlich das da. Jetzt haben wir auch das Grünteilgebiet freigeschaltet. Und ja, bauen wir mal ein paar. Drei Stück. Es braucht natürlich alles recycelten Stoff. Ja, gut, danke. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Aber das dauert noch 5 Minuten. Sind eigentlich alles ziemlich leichte Ressourcen. Also Nagel, Metall, Holz. Nagel, Nagel, Metall, Holz, Plastik. Nagel, Nagel, Metall, Holz, Plastik. Okay. Zwei Nägel brauchen wir. Ich glaube, dreimal Holz. Dreimal, nee, zweimal Metall. Und Plastik. So, zwei Nägel. So, das dauert natürlich noch ein bisschen. So lange können wir ja hier schon mal ein bisschen in der Infrastruktur weiterbauen. Das ist natürlich zu klein. Das wäre genau passend. Aber das würde dann alles bedecken. Ja, wenn man das hier so hin platziert. Dann würde es alles bedecken. Also mein Ziel ist wieder der Luxusbiomarkt. Regionales Stadtlager. Habe ich das auch beim anderen? Weiß ich gar nicht. Habe ich schon platziert? Nein, habe ich nicht. Heißt das, damit könnte man das Lager komplett verbessern? Ich meine, 20, das ist eine ganze Menge. Aber kann man das auch verbessern?
brauche 5000 dazu. Das ist eine ganze Menge. Nein, da. So, da haben wir noch ein paar Metallbarren. Dann bauen wir mal ein paar Häuser. Ja, oder auch nicht. Das fehlt ja noch. Es dauert 2 Minuten. Was kann man so lange machen? Keine Ahnung. Ich könnte hier ein paar Wohngebäude verbessern. Ob das wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Sammeln wir mal alles ein. So, die Nägel brauchen noch. Tja, wir könnten ja hier noch unseren zweiten Angriff drinne machen. Nochmal 6 Schaden hinzugefügt. Und jetzt sollten wir ja die Bronzekiste, glaube ich, öffnen können. UFOs oder sonstiges. Nein, nicht Tornado. UFOs. A-Plus-Klasse, gewöhnliches Desaster. Kann maximal 8 Schaden machen, aber bringt uns jetzt nicht beim Monster weiter. Brauchen immerhin noch sehr, sehr viel Schaden. 2 Käsekuchen, 1 Käse, 3 Farbe. Käsekuchen, wo ein Käsekuchen da? Das braucht Käse. Und Käse kann ich nicht herstellen. Oh, okay. Dann halt nicht. Dann verbessern wir mal das da. Und ja, gut, danke. Und das da und das da. So, jetzt haben wir direkt 3 Häuser. Können noch 3 weitere bauen. Diese eine Tasche brauchen wir da. Hammer, Fisch. Warum brauchen wir Fisch? Ökoschuhe, wiederverwendbare Einkaufstüte. Können wir einmal verbessern. Und nochmal verbessern. Und sogar nochmal verbessern. Wow. Wir haben es direkt auf den höchsten Level gebracht. Also ein Hammer, Plastik, ein Brett, ein Hammer, Plastik, Holz, Fisch. So, Hammer einmal.
Brett. Plastik haben wir hier noch zum Glück. Ein paar noch davon. Dann holen wir noch einen Fisch. Und dann verbessern wir auch noch die Häuser. Ein Fisch. Nein, danke. Ja, hier wollte ich eigentlich nicht hin. So, Grüntal. Grüntal, Grüntal. Tasche. Und ein Haufen Schrott. Und ich sehe gerade wieder, mein Lager ist komplett voll. Kann ich ja fast erhöhen. Oder jetzt. Sowas mache ich nicht oft. Keine Sorge. Jetzt haben wir auch unser Lager erhöht. Hab das hier gerade falsch gemacht. Egal. Hier haben wir noch den Nagel. Gucken wir nochmal hier kurz vorbei. Wenn es noch nicht fertig ist, dann würde ich auch die Folge langsam beenden. Ja, ich würde jetzt die Folge einfach beenden. Leute, ja, das war's mit der Folge. Wir haben das Grüntal freigeschaltet. Wir haben das Monster mehrmals angegriffen. Zwar nicht ganz erfolgreich, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.